Das Destiny 2 Beyond Light Let's Plays. In dem Part werden wir zuerst an der Statue der Helden meditieren, um die Solstice-Rüstung weiter aufzurüsten und dann halt noch eine Runde Blinder Quell machen oder beziehungsweise halt die mehreren Stufen halt. Also, ja, weiter geht's hier. Kann man ja sehen, dass ich hier jetzt alle Aufgaben für die ganze, für das ganze erste legendäre Set abgeschlossen habe. Also ja, gibt es jetzt, glaube ich, aus weiß leuchten, denke ich mal. Zumindestens. Keine Ahnung. Auf jeden Fall halt aufs höchste Set. Damit habe ich das prachtvolle Set erhalten. Entweder das oder doch nicht. Na, was hat das jetzt für einen Sinn? So, und jetzt? Wir haben jetzt diese extra Aufgaben machen müssen. Welcher Sinn hat das jetzt gehabt? Naja. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal nochmal einen Shader drauf. Wo war das? Den hier. Komplette Zeitverschwendung. Etwas prachtvolles Set für gar nichts gefühlt. Naja, egal, da geht's jetzt halt auf in die träumende Stadt. Und, ja, ich soll den Blindenquell machen. Schätze mal. Ich mal. Das ist doch komplett bekloppt. Das kann ich schon mal nicht machen. Das geht genauso wenig. Dungeons kann ich nicht solo, kriege ich solo nicht hin. 15 gegnerische Hüter ist machbar. Und die verlorenen Sektoren legt der oder Großmeister. Das heißt, im letzten Endes kriege ich die höchste Level nur. Och komm. Muss jetzt diese ganze extra Scheiße machen, nur um das weiße Leuchten zu bekommen. Was heißt, schon wieder nur ein Teil mit weißem Leuchten. Dann. Ich hatte gehofft, man kriegt wenigstens alle Teile mit weißem Leuchten. Das ist mir einfach nur ein Meisterwerk von der Rüstung. Das ist doch bekloppt. Nicht viel zu übertrieben mit den Voraussetzungen hier. Ich bin jetzt brauchen wir extra Dungeon Raid. Eine der zwei höchsten Stufen von den Strikes und. Und halt noch. Nö. Halt noch die anderen zwei Sachen. So oder so, 4, 5, 5 Sachen, die man alleine, wenn überhaupt, gerade so erledigen kann. Mist, einfach nur. Naja, egal. Gibt's halt auf hier zum blinden Quell, wenigstens soll das. Das sollte wenigstens etwas sein. Wieso kann ich den hier nicht angreifen, ey? Ja, wahrscheinlich deswegen. Monstrosität, ja. Gut, ja, kann ich jetzt kämpfen. Na, egal.
Das wird nichts mit der Stufe, oder? Ja, warte, was? Ach komm, nö. Ich bin gerade völlig umsonst weiter, so weit weg nach hinten gegangen. Na gut, würde ich sagen, machen wir. Lass erstmal weiter. Und dann sind wir. Hey. Einfach nur ein wildes Chaos hier. Echt, wie soll man da irgendwas kommentieren? Und irgendein random Mist vor sich hinzulabern, ist jetzt an gerade so die idealste Lösung. Und das. Ja, das war einfach mal wieder komplett Mist. So, machen wir die nächsten. Weg mit euch. Was macht der dann da? Echt, wieso geht man in so einen Modus, wenn man dann einfach nur AFK drumherum steht, oder was? Oder hoffentlich bleibt das nur kurz. So, verdammt nochmal. Ah. So viel dazu. Echt, das jedes Mal aufs Neue der gleiche Mist hier. Einfach Gegner wegschießen und hier ein wildes Chaos mit Fähigkeiten anrichten. Und schon ist man fertig hier mit den ganzen. Nicht weg. Naja, Sunshot. Oder wie immer das Teil auf Englisch heißt. Mir eigentlich, genau. Mir komplett egal, so. So, jetzt. Herolde der Pest. Oder kriege ich schnell. Kann das bitte schneller gehen? Ja, das soll schon passen. Und dann. Ja. Was genau hat der bitte vor? Kann der überhaupt Schaden an dem anrichten? Genauso. Ja, dann. Der aber kann Schaden kriegen, also auf da mit der Bombe. So, wann, wer kriegt der nächste? Immer noch nicht, das heißt noch welche von denen. Monra und weg. 2 von 3.
stehe ja fast eine Minute, genau eine Minute. Ich genau, boah, wie heißt's? Eine Stufe, fast 10 Minuten, geht doch. Nee, ja, 5, aber trotzdem. Die stehen schon mal ein gutes Stück länger als die vom Dingens. Wie heißt's von den Altären? Altären von der Sorgen, oder wie immer das heißt. Ich bin so komplett durcheinander immer wieder hier. Hilfe, was war das gerade bitte schön für eine Nummer? Na egal. Die sind jetzt auch ziemlich schnell erledigt, wie es aussieht. Ja klar. Ey, ach komm. Mann. Und tschüss. Das lohnt sich ja noch mit am wenigsten. Aber ich schätze, man kann noch mal ein bisschen extra Zeit hier reinpacken. Nicht, dass es wirklich Sinn macht, aber egal. Nee. Aber trotzdem, das ist enttäuschend, dass man jetzt extra alle möglichen Aufgaben machen muss, nur um so ein weißes Leuchten zu bekommen. Echt. Ich verstehe es nicht. Warum muss man das so extra krass machen? Ich bin klar, das kriegen am Ende nur weniger Spieler, aber trotzdem. Hallo? Also, okay. Wir werden gleich ganz beliebt sein. Ach, der Quatsch, so funktioniert das ja. Fragt sich halt nur, ob irgendjemand von denen noch mitmachen will jetzt. Weil alleine wird das definitiv nichts. Das schaffe ich nicht. Immer nur die Hohen hier, oder was? Ja, komm, triff halt einfach 10 Kilometer daneben. Ich immer wieder mit meinen maßlosen Übertreibungen. Gut, maßlos ist auch nochmal. Ach, egal. Ladidadida. Ihr seid alle eh bald tot. Hä, was zum... Was macht hier die 100? So, was als nächstes? Ah, da. Schnell hier rüber. Das ist auch jedes Mal der größte Schmutz, den Schaden, den man hier mitnimmt. Ich will gut zwei Leuchten, kann ich dann trotzdem zumindest ja noch auf einem Rüstungsteil bekommen. Zwar jetzt nicht auf allen, aber besser als nichts. Schätze ich. Entweder das oder ich muss irgendwie einen Einsatztrupp finden, mit dem ich klarkomme. Im Laufe des Events, je nachdem. Oder allgemein Leute, mit denen ich das spielen kann, so rum. So gesagt. Oder? Ja. Schätze, das passiert nicht. Dann müsste ich halt mit denen klarkommen und. Ja, ich den Raid machen können und so.
Was wird 8 todeslästig dann? Selbst wenn, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. So, 100% hier. Ich meine, klar, Stufe 2 ist leichter als jetzt die vorherige, aber trotzdem. Gibt es ja noch was, was man machen kann, was nicht einfach so leicht ist? Also zumindest solo und auch macht trotzdem, aber trotzdem machbar. Ja, Gott, selbst wenn hätte ich wahrscheinlich eh schon alles. Gibt hier mittlerweile ziemlich nichts mehr in dem Spiel, was ich nicht schon einmal gemacht habe, wenn es nicht neuer Content ist. Also jetzt mal aus. Also zumindest von dem, was man halt solo machen kann. Ja, je. Und damit wird mir auch die nächste Welle abgeschlossen. So, jetzt noch die letzte Welle vom Bosskampf hier. Du. Weg mit dir. Echt diese verdammten Selbstmordbomber. Das ist immer so ekelhaft mit den Drecksviechern. Aber ja. Ich schätze, die müssen ja irgendeinen Gegner machen, der ordentlich Schaden anrichten kann. Wenn man zumindest von Close-Range-Gegnern redet. Abgesehen davon sind es halt nur die höheren, die halt auf Fernkampf schießen. Ja genau, die schießen. Fernkampf kämpfen so rum. Aber eigentlich passt das eigentlich so oder so. So, hallo. Damit wäre das fertig. Und damit wären dann jetzt die schwächeren Herolde der Pest dran.
So, runter mit deinem verdammten Schild, du dumme fette Sau. Und frisst das. Und was zur Hölle? Was ist hier gerade passiert, bitteschön? Hm. Wird das auch noch abgeschlossen? Und damit würde ich sagen, war es das dann auch mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.